So. Guten Morgen. Wo vorhin ist das Transportshuttle mit der Lieferung Chlortrifluoride eingetroffen? Sie wurde abgeladen und wartet nun im Frachtraum A auf Sie. Machen Sie sich bitte zu Beginn Ihrer heutigen Schicht mit dem entsprechenden Verhaltensprotokollen vertraut. Sie werden nämlich die Glücklichen sein, die diese Lieferung zum Treibstofflager eskortieren dürfen. Ja, supi. Ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern, dass Chlortrifluorid... Sag das mal dreimal hintereinander. Oh, bitte sag das. Bitte. Jetzt, in dem Moment. Okay, anrichten kann. Wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wird, fragen Sie einfach eh noch. Oh ja, das geht nicht mehr. Das geht leider nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. So, gehen Sie nach Protokoll vor und alles wird gut, sobald die Lieferung gesichert ist. Können Sie sich den Rest Ihrer Schicht freinehmen. Gerne geschehen. Geralt Wildman. 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 Yeah. Okay. Schlechter Smiley. Warum guckst du mich so an? Huch, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ein bisschen Licht machen. Ich wollte ihn blenden, damit er nicht mehr hier hinguckt. Mr. Wildman! Dr. Joigbe wird vorübergehend Ihre Abteilung zugewiesen. Ich habe ihn gebeten, Ihnen nicht im Weg zu stehen oder Kontakt mit dem Frachtraumpersonal zu vermeiden. Okay, soll er machen, ne? Gut. Ich möchte, dass er sich um einige eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit ist vertraulich und er untersteht mir persönlich. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen also bitte an mein Büro. Vielen Dank. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen. Okay, alles klar. Ja, passt doch. So, hier ist sonst nichts mehr drauf. Keine Programme, keine Dateien. Dann, ja, kündig. Oh. Was war das? Ach, hier ist eine Tür. Hallo, guten Tag. Zu Igwe waren wir, bei Igwe waren wir ja jetzt schon. Jetzt zisch ich mal ganz kurz. Ja, hier nicht. Hier kommen wir ja wieder in den großen Raum. Ist hier denn irgendwas? Ich kann mal ganz kurz gucken, was das da hinten ist. Ja, aber hier ist ja kein Strom. Hier funktioniert ja sowieso nichts. Und hier geht's wieder rein. Okay. Dann wollen wir mal da hinten hin. Was ist denn das für eine Musik? Die ist ja total unbekannt. Also die Gott, Melodie. Wie diese Dinger sich bewegen. Ja. So krank. Hey, also, hör mal. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich meine, weil sie anders aussehen und sich ein bisschen komisch bewegen, ist sie trotzdem fies von dir. Ich meine, das eigentliche Problem bei den Dingern ist, dass die anscheinend total irre sind. Boah, der Schatten sah jetzt gerade heftig aus. Die sind halt, die wollen töten, die wollen... Ach, ich weiß auch nicht, was die... Die sind einfach verrückt. So, ich weiß ja noch niemals, ob die richtig denken. Ich habe keine Ahnung. Also, wir haben ja schon ein paar Infos bekommen. Wir haben ja gehört, gesagt bekommen, ne, dass die Dinger noch nicht mal vielleicht wissen, was sie tun, glaube ich. So war das nämlich irgendwie. Ja, aber trotzdem ist das ja dann fies, ne? Boah, Hilfe, da bewegt sich auf einmal der Schrank. Ich dachte, ich bräuchte dafür Hebelkraft 3. Dahinter ist doch was, ich sehe das doch, da. Ey. So, weg damit. Da, abgelaufener Plasmabeutel. Beantrage neuen Operator. Jo, mach das. Ich warte eben. Hier ist nichts zu Ende gewesen. Nee, okay. Hi! Danke sehr! So, dann gucke ich hier nochmal rein. Ist hier... Nein, hier ist kein Technik-Operator. Oh, Band 5. Ah, ja. Defekter Lüfter, ausgefranstes Kabel. Ja, ausgefranstes Kabel. Benutzer Plastikschlag. Schlauch. Klokanister und Asteroidenfragment. Und nochmal. Kabel und Plastikschlauch. Oh Mann, ey. Da kriegen wir wieder Ressourcen, du. Bin froh, wenn ich endlich mal wieder das mit den Neuromods machen kann. Aber jetzt haben wir erstmal schön Upgrades geholt. Guten Tag. Besatzung. Ja, warte. Warte. Hoffentlich quatscht die jetzt noch nicht mit mir. Oh, ist das klein. Außenbereich. Steht hier nicht. Dr. Igwe, dass der überlebt. Pures Glück, schätze ich. Ah, das ist er sowas. Sarah Elsa. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen Sie Dr. Igwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Ich muss mal eben. So. Jetzt gucken wir mal nach ihm. Wie war sein Vorname? Sein Vorname war Grant Lockwood. Da steht Außenbereich. Ja, ich glaube, das ist auch richtig.
Grant Lockwood. Außenbereich. Da Außenbereich. Das ist er aber nicht. Hier ist er gar nicht. Grant Lockwood. Ach so, wir müssen dafür an das andere, ne? Wir dürfen ja gar nicht an die Sicherheitsstation, ne? Ach stimmt, da war ja was. Irgendwie über die Neuromod-Abteilung war da was. Ja, stimmt. Nee, stimmt, da war was, ja. Ich kann trotzdem mal eben gucken, ob hier irgendwas... Nee, eigentlich nicht, ne? Müsste ich ja im Außenbereich. Ich kann ja einmal kurz durchgehen. Neuromod-Abteilung, Außenbereich. Über... Ach doch, über die Neuromod-Abteilung. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, wir müssen nicht über die Neuromod... Okay, alles klar. Die Neuromod... Über die Neuromod-Abteilung hier. Darüber sollen wir ihn finden. Jetzt müssen wir nur nach jemanden suchen, der im Außenbereich ist, richtig? Da war jetzt aber nichts bei. Mike Devlin. Werkzeugverwaltung. In Sicherheit. Besatzungsquartiere. Ich gucke jetzt einfach mal nach den Namen. Nee, hier ist aber nichts bei. Hoffentlich übersehe ich den nicht. Das wäre ärgerlich. Besatzungsquartiere, Neuromod-Abteilung, Neuromod-Abteilung. Nee. Hoffentlich übersehe ich den nicht, ey. Das wäre ärgerlich. Das ist etwas seltsam. Wenn ich zur Datenzentrale gelange und sein Tracking-Armband reaktiviere, könnte ich vielleicht herausfinden, was mit ihm passiert ist. Grant Lockwood, Angestellter 1129, wurde entlassen, sollte die Station mit dem letzten Shuttle zur Erde verlassen, aber er ist nicht an Bord des Shuttles gegangen. Die Personalabteilung hat die Sache noch schlimmer gemacht, indem sie sein Tracking-Armband deaktivierte, bevor er die Station offiziell verlassen hatte. Ist wieder aktiviert. Finde Grant Lockwood. Außenbereich. Ach, das ist das gar nicht mit der Neuromod. Das war ja hier beim Koch. Stimmt. Daniel Cho. Stimmt. Das ist auch eigentlich das, was ich gerade gesucht habe. Nur mal ganz kurz zwischendurch, ne? Das ist eigentlich das, was ich gerade gesucht habe. Deswegen haben wir den hier nicht gefunden. Haha. Den habe ich nämlich gesucht. Ich habe ganze Zeit nach Grant Lockwood Ausschau gehalten. Haha. Ich muss aber nach ihm hier Ausschau halten. Daniel Cho. So. Der falsche Kurs ist eigentlich der entflohene Volontär, bla bla bla. Ich kann seinen Weg mit der Sicherheitsstation in den Volontärquartieren der Neuromod-Abteilung nachverfolgen. Ja, aber Volontärquartieren, da muss ich ja jetzt nicht hin, oder? Ich kann das ja auch an der Sicherheitsstation machen, ne? Der Neuromod-Abteilung. Sind wir ja jetzt gerade. Ich guck mal ganz kurz. So. Daniel London. Aber das ist ja jetzt auch nicht... Ich guck mal ganz kurz. Das ist ja jetzt auch nicht sein richtiger Name. Welcher war denn jetzt sein richtiger Name? Ich guck grad mal. Ich habe ihn noch im Kopf. War das nicht Luke? Luke, ja doch, Luke. Luke bla bla bla. Nee, aber hier ist er nicht. Position. Volontärquartiere oder nicht? Ich sehe aber auch keine Volontärquartiere bei der Position. Ja, gut, dann machen wir das noch. Okay. Dann müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir in den Volontärquartieren gehen. Ja, dann machen wir das. Genau, dann machen wir das so. So, und den anderen Typen... müsste ich eigentlich hier finden. Das wäre Grant Lockwood. Außenbereich. Aber wo genau steht hier nicht, oder? Datenzentrale. Wenn ich zur Datenzentrale gelange. Achso. Okay, finde Grant Lockwood. Okay, da gucke ich jetzt einfach mal nach. Grant Lockwood. Oh, da stand was? Grant Lockwood, da ist er doch. Kein Lebenszeichen. Außenbereich.
So. Haben wir nicht ihn markiert? Dann gehen wir dem mal eben einen Besuch abstatten. Weiß nicht, ob Wiggy. Genau, das wollten wir ja auch schon vorhin machen. Ging aber nicht. Da wir nämlich seine Position noch nicht markiert haben. So, mit dem Koch, da müssen wir mal gucken. Also ich würde sagen, wir müssen da mal in den Volontärquartieren hin. Und von dort schauen wir mal, dass wir da eine Sicherheitsstation finden. Und gucken mal, wie wir das machen. Ja, müssen wir mal noch schauen. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Das sind auch wieder hier, ne? Wir sind gerade auf der Hauptmission, dann noch die hier und die hier. Befassen wir uns jetzt erstmal mit der Mission, die wir jetzt gerade machen. Die optionale, und danach befassen wir uns mit der Hauptmission. Gut, die Talos 1 macht den Weltwundern Konkurrenz und ist ein Spiegelbild von Transtars finanzieller Stärke und technologischer Innovationskraft. Den Weltwundern. Den Weltwundern Konkurrenz, okay. Gut. Mal gucken, ist er denn jetzt, da stand ja kein Lebenszeichen. Heißt das, der fliegt jetzt hier irgendwo durchs Weltraum herum? Ist es jetzt nur noch eine Leiche? Es könnte ja auch sein, dass er sein Armband irgendwie, weiß ich nicht, verloren hat. Oder sowas. Dann steht da kein Lebenszeichen, es kann aber noch weiterhin geortet werden. Oder, nee, eigentlich nicht, nee. Nee, kein Lebenszeichen, ja gut. Könnte sein. Kann sein, dass das auch passiert ist. Mal schauen. So, da oben muss ich jetzt hin. Oh, Hilfe. Das ist aber ganz schön weit oben. Oh, das ist genau da hinten. 500 Meter. Boah. Okay. Ja, wie gut, dass wir so schnell sind. Da hinten müssen wir hin. Grand Look. Boah, ist das weit weg. Geben wir gerade Gas? Ja, ne? Oh, das kommt einem so langsam vor. Aber wie man sieht, sind wir nicht langsam. Also es geht. Wir müssen mal ein bisschen warten. Das ist aber ziemlich weit weg. Ziemlich weit außen. So weit kann ich fliegen? Cool. Weil jetzt... Okay. Ich komme. Sag mal. Ich glaube, der bewegt sich. Oder ich bewege mich. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin jetzt aber gleich da. Nee, ich glaube, ich war das. Hä? Hä? Hallo? Ah, da. Hallo? Schön langsam hingehen. Oh, Status. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ja, ja. Ja. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ja. Da habe ich mir schon gedacht. So, ist aber okay. Strahlenschäden entdeckt, ja. Das Gute ist, man bekommt jetzt nicht kontinuierlich HP abgezogen. Das ist ja schon mal ganz okay. Hey, jetzt sind wir schon da? Hä? Wir brauchen doch gerade ziemlich lange, ja. Der Rückweg ist immer schnell. Hey, jetzt sind wir schon da? Also ganz ehrlich, also mir kommt das auch immer so vor, als wäre der Rückweg immer schneller als der Hinweg. Wo bin ich denn jetzt? Da rein muss ich, ne? Ja. Menschliche Leiche, sind überall menschliche Leichen. Und die sind alle hier beieinander. Und da fliegt irgendetwas durch die Gegend. Ach so, nee, das ist der grüne Punkt hier. Da, menschliche Leiche. Guten Tag. Kann ich helfen? Och nö, da ist wieder so ein Ding. Zack. Peng. Habe ich sie getroffen? Ja, nicht ganz. Ja, kommt mal her, ihr. Ach, oder lasst mich einfach. So, wenn ihr meint, gegen mich zu fliegen, sollt das machen. Ich wollte jetzt eigentlich nur zu ihm hier. Ja, und er hat gar nichts für mich. Ja, super. Oh, was ist das da? Ein Whisky, ja, explodiere ruhig. Ja, macht mal. Da drinne, ich weiß nicht, doch da drin ist ein Medizin-Operator. Können Sie ja ruhig machen. Jo, wird die ja immer noch angezeigt? Ach, die wird immer noch angezeigt. Entdeckt, ach, da steht aber entdeckt dann, okay.
Halt, da komme ich nicht durch. Da müsste ich erst so einen Container andocken, aber wir haben ja hier einen. Das funktioniert ja auch. So. Das war jetzt die Mission. Das war's jetzt. Ja, das war's. Ja. Okay. Gut, das war... ging aber jetzt recht schnell vorbei. Das war's jetzt auch. Das war jetzt das Ende der Mission. Na gut, jetzt gehen wir mal der Hauptmission nach. Sobald wir mal im... genau, ja. Gut. Ladebildschirm sind. Ich wollte gerade sagen, mach doch nochmal so einen vorherigen Ladebildschirm. So drei Stück. Ein noch. Ein Ladebildschirm, der den Ladebildschirm lädt. Und sobald der Ladebildschirm ja fertig ist, dann kommt ja noch die Zugabe. Also, wäre doch mal eine Idee. Trendstars Medizin Operator Einheiten beginnen. Weltweit durchschnittlich 0,0131 weniger chirurgische Fehler pro Patient als menschliche Ärzte. Letztere erzielten dafür nach wie vor bessere Ergebnisse beim Umgang mit dem Patienten. Jedoch nur geringfügig. Ah, Medizinoperator, den Olaf werde ich gleich mal noch einen Besuch abstatten, wenn wir ihn jetzt entgegenlaufen sollten. Ja doch, tun wir. Doch. Ist ja direkt bei der Elasa. Ist ja direkt bei ihr. Gut, zu der werden wir jetzt auch gehen und mit ihr mal ein Ründchen plaudern. Was denn jetzt so ihre Pläne sind. Oder ob sie wissen will, was meine Pläne sind. Ach, wir haben mehrere Pläne. Aber das mit der Fluchtkapsel, können wir das noch machen? Einfach abhauen, tschüss, das war's, alles hinter uns lassen. Die Idee hört sich immer noch nett an. Wenn auch nicht gerade so super duper. Hallo Berda, tut mir leid, ich repariere ich jetzt nicht, noch nicht. Warum torkeln wir so rechts nach links? Hilfe. Willkommen. Vielleicht wegen dem... Ach, stimmt, ja, wo bist du? Hi. Ja, hier ist er ja gar nicht. Du bist doch gerade hier gewesen. Hallo. Olaf, bist du unten? Da ist er doch, da. Danke sehr. Jetzt haben wir auch den Effekt weg. Sehr schön. So, und wir können jetzt mal ein Ründchen plaudern, wenn du möchtest. Sammeln wir mal eben noch ein paar Sachen zum Recyceln ein. Oh, Neuromod. 4 Stück. Wow. 9mm Munition. Ja, 4 Stück, das ist super. Ey, das ist mega. So, guten Tag. Morgen, Yu. Ganz genau. Sie sind also dem Simlab entkommen. Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Oh. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie konnten wohl fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt, zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher, und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Ach, ich behandle doch alle. Glück gut. Mit den Aufzügen? Ja. Ja, alles gut. Frachtraumverteidigung, neues Ziel. Nicht vergessen, wir brauchen den Auslöscherfabrikator, ja. Nicht den vom Reployer. Was auch immer ein Reployer sein mag. Versorge den Fabrikator mit Strom. Frachtraum. Nimm den Geschützfabrikatorplan an dich. Das klingt ja interessant. Platziere Geschütze im Bereich der Ladezone in der Nähe der Tür zu Frachtraum B. Oh Mann, ey, das wird die Armee der Badass. Öffne Frachtraum B. Badass schlägt zurück. Teil 5. Was ist mit den Geschützen? Ja, Mensch, hör mal. Ich bin nur noch immer im selben Raum.
Einen Moment. Lass mich doch erstmal kurz rausgehen. Ein paar Sekunden. Fabrikatorplan. Ja, Stromtafel, Fabrikatorplan. Die Frage ist, so einen Fabrikatorplan haben wir diese noch nicht, diese Transtar PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Ich kann ja mal eben gucken. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance. Machen wir zuerst das Strom. Ich glaube, ich stelle zuerst den Strom mal wieder her. Stromschalttafel. Die Frage ist, wie soll ich das jetzt genau machen? Gucken wir mal. Hi. Na? Machst du bitte die Tür auf, großer Mimik? Wäre schön. So, oh, was ist denn da drin? Sehr schön. Oh, und nochmal Nullwellenschild. Ah, bitte für den Anzug. Yes! Fügt dem Artax-Antriebssystem einen Düsenschub hinzu. Oh, jetzt haben wir voll. Ja, ich überlege gerade ein Upgrade hierfür zu machen vielleicht. Könnte ich vielleicht, was haben wir denn noch für ein Upgrade hier? Nee, nicht unbedingt. Nein, ja, könnte man machen, muss aber auch nicht. Ja doch, könnte man machen eigentlich. Psy-Experte 2, mal gucken. Hebelkraft, da haben wir jetzt 7 Stück, da könnte ich mir nochmal schön was... Hier vielleicht, nochmal Waffenschmied. Dann können wir noch mehr besser upgraden, ich glaube, das mache ich. Ist da was? So, das mache ich. Jetzt können wir nämlich unsere goldene Waffe schön verbessern. Aufs Maximum, ne? Das wären dann jetzt 2, 4, 6 Upgrades. Magazinkapazität. Schade, dass wir die Feuerkraft nicht noch erhöhen können, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, das hier ist meine eigentlich Lieblingswaffe. Deswegen werde ich da jetzt gerade noch mal ein paar Upgrades benutzen. So. Zack. Ja, das reicht jetzt erstmal. Ja, das reicht jetzt erstmal so. Kann man ja nochmal upgraden, wenn wir mal wieder nochmal welche aufgestockt haben.